Bonjour, Messieurs, Dames. Mein Name ist Theodor Fontane und ich darf Sie zu meinem Roman Schach von Wutenau aus dem Jahre 1883 begrüßen. Weil ich immer wieder gefragt werde, nein, es geht nicht um ein Brettspiel in diesem Roman. Schach von Wutenau bedeutet nicht, dass Herr von Wutenau gleich verloren hat und sein Gegner sagt Schach von Wutenau, denn dann stünde ja ein Komma nach dem Schach. Ja, ich weiß, Kommasetzung ist im Zeitalter des Smartphones aus der Mode gekommen. Nein, es handelt sich dabei um den Nachnamen meiner Hauptfigur, Rittmeister Schach von Wutenau, ein angesehener Offizier im noch angeseheneren Regiment Gendarme. Danke, Herr Fontane. Bitteschön. Außer Schach von Wutenau noch mit dabei sind Josephine von Carayon, eine verwitwete, aber immer noch sehr attraktive Dame, und ihre gerade erwachsene Tochter Victoire, die ist auch sehr attraktiv, hatte aber die Pocken, wie man hier sieht, deswegen hat sie ganz viele Narben im Gesicht. Schach ist ein Freund des Hauses und der Damen. Wir erwähnen noch seinen Kumpel von Alvensleben, auch ein Offizier, dann den Zivilisten von Bülow, das ist so eine Art Schriftsteller und Politaktivist, der immer im Doppelpack mit seinem Verleger Sander auftaucht, außerdem noch Prinz Louis Ferdinand von Preußen und dessen Papa, König Friedrich Wilhelm III., kommt später auch noch vor. Wir schreiben das Jahr 1806 und die politische Situation im Lande ist gerade echt kompliziert. Weil dieser unangenehme kleine Franzose Napoleon drauf und dran ist, ganz Europa zu erobern, und die Preußen haben so ein bisschen die Befürchtung, dass ihre einst stolze Armee, die der alte Fritz aufgebaut hatte, dem nicht mehr standhalten könnte. Immerhin hat Napoleon gerade bei Austerlitz die Ösis und die Russen im Doppelpack besiegt. Deswegen hat der König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen ihm jetzt die Freundschaft angeboten. Hey Buddy! Und für ihn Hannover besetzt. Ich erzähle Ihnen das deshalb so ausführlich, weil es das wichtigste politische Thema der Zeit ist, über das sich die Figuren austauschen, zum Beispiel im Salon der Carayons. Also ich finde es gut, dass wir mit Napoleon verbündet sind, weil der würde uns sonst platt machen. Und der Schach so, und das soll dann unsere Unabhängigkeit sein oder was? Ich bin gegen die Franzosen. Und die Gastgeberin, ach, lassen Sie uns doch nicht ständig über Politik sprechen. Wie wäre es denn mit was Kulturellem? Hier, der Autor von dem neuen Lutherstück war bei uns. Das müssen wir uns unbedingt angucken. Theaterstück über Luther. Ja, aber das ist schon irgendwie ketzerisch. Ach komm, stell dich nicht so an. Sing uns lieber ein paar Lieder aus dem Stück vor. Das tut die Vicky und kriegt richtig Applaus dafür. Die Herren gehen anschließend noch einen Absacker trinken und weil der Schach nicht dabei ist, lästern sie logischerweise über ihn. Und der Bülow sagt, ich glaube ja, der heiratet die Josephine innerhalb eines Jahres. Und der Alvensleben, nee, das macht er nicht. Und zwar, weil er sich mit der Tochter nicht in Gesellschaft sehen lassen könnte, weil die so hässlich ist. Dazu ist er zu eitel nämlich. Ein hartes Urteil. Schach lädt die Damen Carayon bei nächster Gelegenheit zu einem Ausflug ein. Und als die Nachricht darüber eintrifft, sagt die Vicky zu ihrer Mutter, der muss dir jetzt aber schon bald mal einen Antrag machen, weil die Leute reden schon, ach, sag doch sowas nicht. Und dann fahren sie raus nach Tempelhof zusammen und ganz bildungsbürgerlich gucken sie sich dort die Dorfkirche an. Und die Vicky so, ach guck mal, hier ist das Grab des Tempelritters, nach dem das Dorf benannt sein soll. Das ist damals noch ein Dorf vor den Toren von Berlin. Und er so, ah, das ist kein mittelalterliches Grab, das ist höchstens barock, aber sehr schönes Märchen. Sie sind ja auch so ein Tempelritter, wie bei Nathan der Weise, so mutig und so unverheiratet. Aber er geht nicht über die goldene Brücke, die sie ihm baut, und spricht nicht über das Heiraten mit Mutti. Und als sie zum Wirtshaus zurückgehen, wo sie Kaffee getrunken haben vorher, schnappt er sich den Arm ihrer Mutter und sie so, boah, jetzt darf ich nicht mehr seinen Arm nehmen, weil er sich schämt, sich mit mir sehen zu lassen. Das schreibt sie jedenfalls einer Freundin anschließend in einem Brief. Schach ist dann zusammen mit Bülow und ein paar anderen beim Prinzen eingeladen. Und der Prinz so, also ich habe ja keine Angst vor den Franzosen Bülow, und der, das freut mich Hoheit, aber der kleine Corse ist schon ein echt gefährliches Genie, das werden wir ja sehen. Und der so, also nur mal in die Kamera fürs Publikum, der Louis Ferdinand hier wird niemals selber König werden, weil er noch im selben Jahr im Kampf gegen die Franzosen stirbt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Dann unterhalten sie sich über das neue Luther-Theaterstück und irgendwann kommen sie auf die Carayons und der Prinz so, also Schach, ich würde die Victoire ja echt gern mal wiedersehen. Ich kenne sie noch von diesem Massowschen Kinderball. Sie erinnern sich, Preußen sucht das super Kindermodel. Ja, aber Hoheit, die hatte die Pocken. Ja, aber wahre Schönheit strahlt ja wohl von innen, oder? Das ist vielleicht nicht so eine oberflächliche Barbie, sondern mehr so eine Teufelsschönheit. Ich sag meiner Freundin Pauline, sie soll sie mal einladen.
Und dieses Interesse des Prinzen löst etwas in Schach aus und er besucht die Victoire und die macht ihm auf und sagt, oh, Herr von Schach, meine Mutti ist gerade nicht da, die ist im Theater und ich bin ein bisschen fiebrig. Und er so, ja, nur ganz kurz, der Prinz würde sie gerne treffen und er hat seine, naja, Mätresse gebeten, da was zu arrangieren, aber das ist ja unehrenhaft. Na, so schlimm ist das erstens auch wieder nicht und zweitens bin ich über diese gesellschaftlichen Oberflächlichkeiten hinaus, ich bin frei, seit ich hässlich bin. So ein Unfug. Sie sind nicht hässlich, sie sind ein Märchen, ein Traum. Und dann passiert etwas, über das Fontane sich ausschweigt. Hinterher duzen sie sich, sie hört, Mutti kommt, schnell weg, verschwinde. Und er so, bis morgen, knutsch. Und dann kommt Mutti rein und sie so, hallo Mutti. Und Schach lässt sich länger nicht mehr bei den Carillons sehen. Und Victoire ist aus nachvollziehbaren Gründen verletzt und aufgekratzt. Oh, du hast den Schach gerade verpasst, Schatz. Der hat dir Blumen gebracht. Na toll! Und dann schauen sie sich zusammen das Lutherstück an. Im Theater kommt der Schach auch nicht zu ihnen. Der Arsch! Am nächsten Tag aber dann zu ihnen in den Salon und sagt, also ich fand das Stück ja viel zu lang und den Luther viel zu katholisch und seine Frau ja irgendwie auch nur eine unkeusche Nonne. Ach so! Und er so, oh. Das Stück polarisiert. Und die Offiziere von Schachs Regiment wollen sich darüber lustig machen und veranstalten eine Schlittenfahrt im Sommer, also so eine Art Karnevalsumzug, wo auf den Wägen die Figuren des Stückes vorkommen, vor allem natürlich Luther. Und dieser Umzug fährt gefühlte 100 Mal an der Wohnung der Carillons vorbei. Die wohnen nämlich am Gendarmenmarkt und die Victoire dreht echt am Rad und sagt, boah, ich halte das nicht mehr aus, bis Mutti ihr sagt, du sagst mir jetzt sofort, was los ist, Victoire. Und Vicky gesteht ihrer Mama alles. Am nächsten Morgen kommt Schach vorbei und sagt, und, hat Ihnen die Schlittenfahrt gefallen? Nee, und Vicky ist krank. Wegen der Schlittenfahrt? Ich war da gar nicht dabei. Nee, wegen Ihnen. Ich will Ihnen keine Szene machen, aber da kommt was Kleines auf uns zu. Übernehmen Sie die Verantwortung? Und er so, selbstverständlich. Und er ist korrekt, aber ziemlich kühl, reserviert. Sie vereinbaren eine Verlobung in einer Woche und eine Hochzeit in 3 Wochen. Blöderweise spielen einige Kameraden von Schach diesem einen fiesen Streich. Sie veröffentlichen nämlich 3 Karikaturen von ihm, in denen es um sein Verhältnis zu den Carillons geht. Die erste Karikatur sieht ungefähr so aus. Sie zeigt ihn als Schach oder Schah von Persien und die beiden Mädels kuschen so vor ihm und es heißt die Wahl des Schahs oder des Schachs. Und als er diese Karikatur sieht, sagt er sich, boah, es ist so unglaublich peinlich. Ich muss auf meinen Landsitz. Ich verkrieche mich, bis das alles verflogen ist. Und da verbringt er eine Nacht im Freien und versucht es zu verdrängen, obwohl der Zeitpunkt der Verlobung gekommen ist. Josephine von Carillon kriegt nur mit, dass er Berlin verlassen hat und befürchtet, dass er es sich anders überlegt hat. Sie schreibt ihm erst, aber als er nicht antwortet, sagt sie, boah, Männer! Jetzt setze ich die Daumenschrauben an. Deshalb verschafft sie sich eine Audienz beim König und sagt, Majestät, bitte erinnern Sie den Rittmeister von Schach an seine Pflicht. Und dann erzählt sie ihm alles. Und der zitiert natürlich Schach zu sich. Und der so, Majestät, Schach, fatale Sache das mit der Carillon. Jetzt anständig sein oder Dienst quittieren. Und der so, zu Befehl, Majestät. Und die Königin setzt noch hinzu, ich verstehe das mit den Karikaturen, Schach, dass Sie sich da geniert haben und so. Jetzt tun Sie das Richtige und ich werde dann Patin Ihres ersten Kindes. Zu Befehl, Majestät. Und dann tut er, was er versprochen hat und entschuldigt sich, wie befohlen, bei den Damen Carillon und sagt, ich habe das ja nur getan wegen dieser Karikaturen, Entschuldigung. Und ja, ich will. Und sie so, ja, ich will auch. Und dann will ich nach Venedig. Und er so, ja, genau, dann werdet glücklich, Kinder, ja, das machen wir. Es ist Hochzeit und nach der Vermählung fährt er natürlich mit seiner Kutsche nach Hause. Plötzlich hören die Diener auf dem Kutschbock so einen Bang und der Diener so, ist sein Reifen geplatzt? Und als sie nachgucken, stellen sie fest, er hat sich auf dem Sitz hinten erschossen. Es gibt einen Epilog in 2 Teilen. Zunächst schreibt Bülow an seinen Verleger Sander, boah, dieser Depp. Das ist wieder dieses falsch verstandene Ehrgefühl, das wird uns eines Tages nochmal alle umbringen. Und im nächsten Jahr schreibt Victoire von Schach, so heißt sie ja jetzt, aus Rom, wo sie ihr Kind zur Welt gebracht hat, an eine Freundin. Mir und der Kleinen geht es gut und ich habe ihm verziehen. Er war einfach nicht für die Ehe gemacht. Übrigens hat ein echt katholisches Wunder das Kind gerettet. Es war nämlich sterbenskrank. Und so endet diese Geschichte und es wirkt, als ob dieses alte Preußen mit seiner Ehre und dem Stolz auf seine Armee, genau wie Schach von Wutenow, dem bürgerlichen Zeitalter und dessen Vorboten Napoleon zum Opfer fallen werden.
Und das, liebe Gemeinde, war Schach von Wutenow von Theodor Fontane. Vielen Dank.